Wasser. Erde. Feuer. Luft. Hallo und grüß Gott. Herzlich willkommen bei Chronicles Vlog Number. Was ist das jetzt? 18. Vlog Number 18. Steht mir echt gut, gell? Steht dir sehr gut, ja. Schaut den Leo an. Im Weekend Vlog habt ihr es gesehen. Wie kam es zu dieser Gestörtheit? Wie er? Das ist das, was da drin war. Oder oben oder auf dem Leo. Alle Abonnenten, wir haben ein kleines Giveaway. Da drinnen sind jetzt 500.000 Haar. Es sind genug für alle da. Ihr könnt jetzt alle einzeln bei uns dann bestellen, wenn ihr wollt. Also, harte Bestellung, wir freuen uns sehr. Wir haben heute einen ganz entspannten Montag. Homeoffice Week Number 2 is starting with me. Very tough. Schauen wir, was die Woche so bringt. Wir freuen uns trotzdem und hoffen, dass ihr weiterhin abonniert, weil die Knoblauch-Challenge läuft immer noch. Achselhaar haben wir ja schon gesehen, aber Knoblauch läuft immer noch. Das heißt, ich fresse das Glas Knoblauch. Wenn ihr uns genug abonniert, 200 Abos. Oder ein wunderschönes sexuelles Wort, wachsen. Hey Walter White. Oh, what's going on there? Zuvor möchte ich aber einleitend noch einen schnellen internationalen Überblick geben und da zeichnet sich leider kein gutes Bild. Die internationale Situation ist dramatisch. Wir haben in Österreich schneller und restriktiver reagiert als in anderen Ländern und konnten daher bisher Schlimmstes verhindern. Die schnelle und restriktive Reaktion gibt uns jetzt aber auch die Möglichkeit, schneller wieder aus dieser Krise herauszukommen. Allerdings nur, wenn wir weiter alle konsequent die Maßnahmen einhalten und so gut zusammenstehen, wie wir das bisher gemacht haben. Halten Sie sich weiter an die Maßnahmen, meiden Sie soziale Kontakte, halten Sie Abstand, wenn Sie im öffentlichen Raum unterwegs sind. Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Ab dem 1.05., also ab dem 1. Mai, ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Alle anderen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe und Hotels werden frühestens mit Mitte Mai stufenweise öffnen können. Was den Bildungsbereich betrifft, so wird die Matura, aber auch die Lehrabschlussprüfung dieses Semester stattfinden. Wir haben die Chance, dass sich das so fortsetzt, aber nur, wenn wir weiterhin zusammenstehen und wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, auch wenn es schwerfällt. Darum bitte ich Sie, vielen Dank. Haben wir unterschrieben und Österreich ist frei. Opa Leo, was zu einkaufen, Opa Leo? Und hast du alles gekriegt, was du brauchst, Opa Leo? Alles habe ich gekriegt. Ja, was ist denn das? Das Muttertagsgeschenk, das siehst du doch. Also, wer hat denn Geburtstag? Niemand! Oh mein Gott, Leo, du hast da irgendwas auf deinem Hinterkopf, das ist voll Blutrot. Mann, Leo, was hast du da auf deinem Schädel? Das ist gar kein Blut. Oh Gott, hast du einen Rotpulli auch gehabt? Ja. Lachs abbraten und dann Zitrone drüber geben. Also abbraten, braten, braten, immer nur auf der Hautseite.
und dann den Spargel ins Wasser, 10 Minuten blanchieren, blub. Grüß euch! Hallo, servus! Wir machen euch wieder was! Lang nicht mehr gesehen, Frau, wir können euch zwei Mal zu uns. So, da, jetzt machen wir was! Was machen wir denn lieber? Wir brauchen jetzt da ein Lachen, dann brauchen wir da zwei so zu knuffern, gell? Und dann da haben wir ein Hollandaise aus dem Backel. Bin auch noch Mensch, gell? So, und was machen wir denn? Boah! Ein Lachs! Boah, ist der gut! Warum hast du denn auch gesehen, Lachs? Na, weil er da anschwimmt! So, was haben wir noch? Dann haben wir da noch einen guten, einen Spargel! So, und da haben wir schon das Lachs. Wir schwimmen schon, scheint auch ganz schön. Wie gut schmeckt es auf einer Skala 1 bis 10? 10 ist sehr gut. 11. So, jetzt haben wir das Problem. Unsere Statistik ist im Arsch. Ja, weil eigentlich haben wir immer damit angefangen. Jetzt haben sie die Seite aktualisiert. Und da kann man jetzt in Cases und Deaths aufspalten, aber es gibt kein Gesamtding mehr. Man muss alles einzeln anschauen. Aber irgendwas über 1 Million, was ich weiß. Because that's the way. I'm a man of God. Kennst du das? Nein. Der TikTok. Das war der Montag, da sind wir immer so wie verkatert, oder? Irgendwie da sind wir so, Alter, wir sind so fertig. Was sagst du mit deinen neuen Haaren? Ihre. Ich gewinne mich nicht drauf. Macht das daheim? Das ist echt ein arges Gefühl. Jetzt ist die Zeit für sowas. Leute. I swear, some things are coming. Wir haben ein paar kulinarische Ideen übrigens noch für die Zukunft. Morgen dann wieder ein bisschen abenteuerlicher. Tschüss.